Hallo, habe ich Ton? Ich habe den Ton schon. Ich bin so durch, ne? Eisen rein in die Kiste hier, dann wird schön gebrannt. Während das brennt, nutzen wir die Zeit und gucken mal, dass wir ein bisschen weiter irgendwie auskleiden. Beziehungsweise, das war mal planen, wo wir die Kisten hin tun. Kann natürlich auch irgendwie hier den Rand nutzen und die Kisten nach innen machen, dass wir so außen rund um so ein Anführungszeichen so einen Gang drumrum haben, wo man einmal längs laufen kann. Und dann haben wir die Kisten quasi. Hier sind zwei und hier sind zwei. Also hier quasi. Läuft man drumrum und dann haben wir hier eine Kiste, hier eine Kiste, hier eine Kiste. Hier eine Kiste, hier eine Kiste, hier eine Kiste. Und hier wäre dann Holz. So holzstammmäßig noch nach oben so. Das heißt, das wäre hier auch. Ja. Direkt wieder hinmachen. So. Gehen hier auf jeden Fall noch ein bisschen rein. Nämlich hier die Zweier und dann haben wir nämlich hier die Wand mit den Slabs und dann haben wir den Zweiergang. So ist doch fein. So ist doch allerfeinst. Dann kann man nämlich auch gleich mal gucken hier. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Gut, die Seite ist ein bisschen breiter, aber das liegt halt daran, dass das Ding eben nicht mittig ist. Ist es denn mittig von hier? 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich den jetzt mitgezählt? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Guck mal, hier, ne? Das oder? Nee. 1, 2, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee. Habe ich denn hier richtig gezählt? 1, 2, 3. Hier habe ich richtig gezählt. Wäre aber auch wieder so massiv, ne? Schöner wäre natürlich, wenn da immer eine Lücke zwischen wäre. Also hier quasi dann einmal, hier dann einmal. Dann ist hier auch wieder hinfällig und hier einmal. Und dann nehme ich hier wieder die Säule. Ups. Das war so ein bisschen. Na, das war so ein bisschen. Da! Da wollte ich hin, genau. Dass wir so ein bisschen Struktur drin haben, irgendwie, dass man hier vielleicht irgendwie dann mit Slabs dann das kleiner macht oder irgendwie mit diesen kleinen Dingern hier irgendwie dazwischen setzt. Und dann haben wir nämlich hier die Säule und dann haben wir nämlich hier, da, da, da und die Säule. Ach, da muss man gar nicht so weit nach hinten, ne? Kommen wir gleich nochmal gucken. Hier, hier, ja, und da ist halt Dings. Wir gucken mal. Aber ich denke mal, jetzt ist unser Eisen müsste jetzt soweit durch sein. Also zumindest genug Eisen, um Form zu machen. So, 8. So. Ist halt so. Und dann machen wir hier nämlich zack. Und dann holen wir uns hier das restlichen Eisen zurück. Dann haben wir hier genug und dann haben wir hier genug und dann machen wir hier und dann machen wir hier und dann machen wir hier Eisen rein und. Ah, hier wäre auch noch, okay. Das wäre auch noch, okay. Materialmäßig gut ausgestattet, würde ich sagen. Boah, brenn mal vor dich hin. Kann vielleicht bei der Gelegenheit mal ein bisschen
Zeug wegbringen. Rechtskurbel. Links, rechts. Rechtserde. Guck mal, wir haben doch schon eine Erdekiste. Wir haben auch eine Blätterkiste. Hier, wir haben die Schrottkiste und wir haben hier die. Wir haben hier die. Da haben wir die Blätterkiste. So. Das ist das, was ich meinte. Es gibt verschiedene Blätter. Dschungelbaum, ja, gut, die schmeißen wir eh weg. C? War das nicht mal eine andere Taste? Ich sag doch, ne? Also schlafen und so wäre schon gut. Aber naja. So. So. So, das mal hier nochmal, das mal hier nochmal. Wenn ich eine schöne Hacke wieder draußen, dann kann man nämlich schön weiterbauen. So. Ach, wir können vielleicht bei der Gelegenheit mal gucken. Guck mal, hier wären auch noch Kisten gewesen. Den brauchen wir nachher auch noch mal. Jetzt ist mir gerade noch irgendwie eingefallen. Ach, ich wollte, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich wollte Türen machen. Die könnte man natürlich auch noch irgendwie automatisieren, die Türen, ne? Das, so ein Unsinn! Hier nach innen? Oder so rum? Ah, fast. Ich glaube, so rum ist geiler, ne? Rums. So rum ist geiler, eindeutig. Okay, ja, Glas für Fenster brauchen wir noch. Die können wir dann auch hier nach innen setzen oder so. Aber wir haben jetzt hier erstmal wieder schön ein bisschen Arbeit. Und wir können eigentlich mal gucken. Es ist so dunkel, es ist so dunkel. Ich sehe gerade nichts. So. Dann haben wir nämlich gleich, wenn das hier weg ist, schon ein bisschen Licht hinten drin. Das ist, glaube ich, okay. So, da. Eigentlich müsste ja so eine Baumfarm von unten massiv sein, ne? Wegen der Wurzeln von den Bäumen. Die ja dann eigentlich nach unten in die Erde wachsen würden. Und weil das halt Wurzeln von Bäumen so machen. Aber in dem Fall, wie sagte noch ein Let's Player neulich mal, es ist ein Computerspiel, ich mache, was ich möchte. But for those of you that like to jump up on their soapboxes and give me a good talking to, this is a computer game. Haha, in case you hadn't noticed, I am playing a computer game. I do what the heck I want. Finde ich eigentlich ganz gut, die Aussage. Das ist Computerspiel. Ich mache, was ich möchte. Ich verlinke mal, ne? Bitte unbedingt gucken. So, jetzt habe ich natürlich die ganze Erde weggetan. Also es würde hier weitergehen und es würde hier weitergehen und es würde hier weitergehen. Und dann haben wir nämlich bis hier und hier haben wir dann die. Da haben wir dann die Säule. Okay, gut. Das heißt, wir gehen hier noch einen rein. Geladen ohne Ende. So. Und wir gehen hier noch einen rein, weil wir ja hier irgendwie zwei überall haben und dann die Slabwand kommt. So. Nanu? Okay. So, das ist hier schon hell. So, es wäre auf jeden Fall ziemlich viel Lagerfläche. Das ist aber ganz okay.
Und hier konnten wir dann theoretisch schon noch weiter in den Fels reingehen. Hier müssen wir erstmal einmal kurz in Ordnung bringen. Zack. Und hier drüben wäre es dann ja so, ne? Und es wäre dann... Hier. So. Und der nächste wäre dann hier hinter, ne? Ach, guck mal, hier ist sogar schon zu Ende die Ball. Ah, guck mal, hier ist sowieso schon Schluss. Also wir können gar nicht weiter nach da gehen. Es war natürlich so geplant. Auf jeden Fall, Junge, war das so geplant. Von Anfang an. Ja. Es war definitiv so geplant. Volle Absicht von Anfang an, auf jeden Fall. Ja, da lachen sogar die Hühner. So. Ja. So. Ja, fast, ne? So, guck mal hier. Und dann machen wir nämlich hier auch noch eine hin. Und dann hat sich das nämlich mit den Säulen auf jeden Fall schon mal erledigt. So, und hier in die Mitte, da kommt dann die Verkabelung rein. Das ist ja dann nicht weiter tragisch, wie das dann aussieht. Wir führen dann von oben, also das bleibt so bestehen, hier der Plan, dass wir da irgendwie hier oben dann, oben drüber diesen kleinen Vorsprung nutzen. Und halt hier ein Stück rausgehen. Ja, und dann leiten wir das mit dem Injektor einfach hier runter. Und dann hier unter der Erde... Oder unter dem Boden kommt es dann halt hier raus und von hier verteilt sich das dann. Jetzt haben wir natürlich hier irgendwie vier Seiten, was ja nun auch genau dem entspricht, was wir haben wollen. Und wir haben hier hinten noch ein bisschen extra Platz. Und wir müssen hier mal gucken. Hier. Vielleicht... Ne, wir gehen keinen mehr rein, das ist okay. Doch, wir gehen. Wir gehen noch einen rein. So. Das da gehen wir noch rein. Dann haben wir nämlich hier nicht so ganz eng. Und dann... Wo habe ich denn jetzt mein ganzes Werkzeug? Hier habe ich mein Werkzeug. So. Wo sind wir hier? Boah, passt schon. So, zack. Und dann einmal mit der Hacke noch hinterher, dass das Rest auch noch weg ist. Wunderbar. So, beleuchtungsmäßig, da müssen wir mal gucken. Wir können natürlich hier von oben die Beleuchtung nehmen und einfach irgendwie hier oben Slabs reinlegen. Dann haben wir es beleuchtet. Ich glaube, das machen wir. Ist ja nicht so, dass die Beleuchtung nur nach oben gehen würde. Sie geht auch genauso gut nach unten. So, das heißt, hier die Decke. Die kommt dann ab, ne? Da doch hier auch, weil... Hier Slabs und so. Wobei ich glaube, außen sollten wir vielleicht... Ich glaube, wir sollten außen auf jeden Fall einmal irgendwie festes Material verlegen. Also einmal außen kommt Stein drumherum und so von wegen, dass das eben mit der Beleuchtung so halbwegs funktioniert. Gut, ist hier dann vorbei? Ne, hier geht's noch weiter, okay. Hier ist
Nichts weiter, okay. Die würde ich aber lassen. Wir wissen ja jetzt, wie wir es machen wollen. Das heißt, der Kram kommt auch weg. Gut. So, dann holen wir noch eben hier kurz die Decke weg. Und dann gucken wir gleich, dass wir mal schön irgendwie das Ganze mit Slabs verlegen. Und dann sieht das auch gleich schon wieder ordentlich aus. Weil so wie es jetzt aussieht, ist es natürlich irgendwie ziemlicher Murks. So soll das natürlich nicht bleiben. Ne? Also soll schon ordentlich werden. Dann mit der Hacke. Sehr gut. So. Haben wir denn jetzt eigentlich die komplette Farm genutzt? Aber mal hinten wäre noch ein bisschen. Aber auch nicht mehr so viel, ne? so. Aber schon mal gesagt, ich bin immer ein Freund davon, erstmal alles wegzumachen und dann zu gucken, wie man es ordentlich macht. Das heißt, wir werden nun. Oh, wir können die Decke natürlich auch höher machen. Wenn wir hier nämlich mit Slabs alles auskleiden und dann hier irgendwie einen normalen Stein rein und dann hier ein Slabs an der Oberkante davor. Ein Slab an der Oberkante, dass man hier so eine kleine Zacke noch drin hat. Boah, ich glaube, das machen wir. Das machen wir. Erstmal machen wir hier zu. So. Gut, dann Fackel einkassieren. Und dann Slabs. Und dann. Nee, Treppe. Treppe, 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 Treppe. Hier kommt eine Treppe rein. Schraubendreher. So, ne? So. Machen wir das Ganze hier auch nochmal. So. Dann haben wir keine Treppen mehr. Und wir haben, doch, wir haben noch Slabs, die wir benutzen können. Und dann kommen wir nämlich hier vielleicht nochmal einmal Treppen machen. Das wird wahrscheinlich eh nicht reichen, aber dann haben wir zumindest ein bisschen was da. So, das sind 3. Dann haben wir noch 7. Doch, 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 das reicht sehr gut. Drehen, drehen, drehen. Nee, so, so, so. Ja. Und da haben wir es auch. Und den Rest machen wir dann mit Slabs. Gut, das heißt, wir brauchen Slabs. Jetzt zweimal eine. Ja, gut, es ergibt schon irgendwie Sinn. So, wir brauchen auf jeden Fall eine ganze Menge Slabs. Sonst wird das nichts. Das heißt, wir brauchen auch eine ganze Menge an Stein. Aber Stein hatten wir hier unten noch, ne? Da haben wir noch ein bisschen Stein. Und ich habe sogar noch einen ganzen Stack Stein im Inventar. Na, es ist natürlich wieder super mitgedacht. Zack, na, zack, 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 zack. Ich denke mal, dass das reichen wird. Zumindest für die Wände. Genau, ein zu wenig. Na gut. Dann geht's wieder rauf.
Möchtest du, dass ich deine Dose unzensiert in die Kamera halte? Dann schreib mir eine E-Mail. So. Mal hier mit den Slabs. Machen wir die Wände fertig. Ja, vielleicht ist sogar. Ja, ein Teil von der Decke kriegen wir vielleicht sogar auch schon hin. Ja, ich glaube, das mit dem Einhör ist so, glaube ich, mal gar nicht so blöd, weil es sieht dann nicht so gepresst aus. Ich meine, mit drei hoch geht ja eigentlich schon, aber es ist dann schon noch geiler, wenn es nochmal bei so großen Räumen einfach mal noch ein höher ist. Und ich denke mal, das ist okay. So, gut geschätzt mit den Wänden. Also wir kriegen auf jeden Fall die Wände fertig. Gott, bin ich froh, dass es den Replacer gibt, ne? Ganz ehrlich. Wobei, durch meine Anpassung von der Mod, funktioniert auch das Platzieren von Slabs an Slabs und die richten sich so aus wie die Slabs, auf denen sie oder an denen sie platziert werden. Ist ja mit dem normalen Moblocks undenkbar. Wobei, ihr habt gelesen, irgendwas soll da wohl gemacht worden sein. Also es soll wohl doch irgendwie gehen. Andererseits ist es mit dem Replacer einfach wesentlich schneller. So. Guck mal hier, Wände schon fertig. So. Ist das hier mittig drauf? Nein. Aber es ist zumindest... Das passt doch vorne und hinten nicht. Ja, wie gesagt, hier hinten ist ein bisschen extra Raum. Nee, wir machen den extra Raum, machen wir vorne hin. Wir schieben das einfach hinten an die Wand. Dann haben wir nämlich vorne ein bisschen extra Raum. Da können wir auch noch irgendwie eine Kiste für Werkzeug oder so hinstellen. Oder eine Kiste für Blätter. Wäre ja nicht mal das erste Mal, dass da Blätter wären. So, wir machen jetzt erstmal den Boden raus. Dann gucken wir nämlich mal. Dann machen wir erstmal schön Boden fertig. Und dann haben wir nämlich auf jeden Fall schon mal ein bisschen was, irgendwie was wir nutzen können. So, wir brauchen natürlich Unmengen an Cobblestone. BZW. Wieso müssen wir den Stein denn jetzt erst rausreißen, wenn wir den guten alten Hammer haben? Es ist ja wohl der Hammer hier, was du tust. Richtig. Man darf nicht zu oft auf denselben Stein klicken, weil sonst gibt es nämlich Sand. Kann man denn hier längs laufen? Nein. Keine Ahnung, wie man das macht. Ich weiß es nicht. So von wegen gedrückt halten und er macht halt immer wieder, wenn man läuft. Ja, wie beim Platzieren. Wenn irgendeiner das weiß, wie das geht, mit gedrückt halten und dieselbe Aktion wird nochmal wieder ausgeführt. Dass man längs laufen kann. Gerne mal kurz Bescheid sagen. Ich passe das dann gerne mal in meiner Mod an. Dankeschön. Upsa, da ist der Hammer nämlich auch schon hinüber. Der hält nämlich nicht sehr lange. Weil es ein Steinhammer ist. Und Steinhammer geht halt schnell kaputt. Aber ist nicht schlimm, von der Geschwindigkeit her geben die sich nichts. Das ist bei den Hammern eigentlich nur... Oder was ist das eigentlich? Es ist halt nur irgendwie, wie oft man sie benutzen kann. Und dann haben wir Sand. Aber die Mod habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Na, komm, wo ist jetzt hier das richtige Werkzeug? Egal. Ja doch, die Mod habe ich gezeigt, als ich die Felder gebaut habe, ne?
Da habe ich doch eh auch mal kurz drauf eingegangen. Das macht die Mod auf jeden Fall. Und wenn Craft Guide jetzt funktionieren würde, dann könnte ich auch gleich nochmal die anderen Modelle zeigen. Es gibt ja auch noch den Hammer aus Stahl. Stahl! Hammer aus Obsidian, Hammer aus Mese, aus Eisen, aus Kupfer. Also die ganzen Varianten, die es da eben gibt, die gibt es dann halt auch nochmal in Hammer. Also eigentlich alles, was Werkzeug ist, kann auch Hammer werden und mit entsprechend besserer Haltbarkeit, mehr oder weniger, so wie ich es empfinde. Also Mithril am stärksten und Holz am schlechtesten. Und dazwischen halt eine gewisse Anzahl jeweils immer, ne? Und der Steinhammer, der hält halt nicht so lange. Ist aber, wie gesagt, geschwindigkeitsmäßig völlig egal. Aber Stein ist halt immer verfügbar. Oder ja, Stein. Steinerner Hammer, oder wie habe ich den genannt? Ne, genau. Hammer Stone. Was? Hammer Stone? Nein! Was? Ich bin verwirrt. So, und den Rest, den füllen wir eben kurz mit Kobbel auf, ne? Also, hier und hier und hier. Mal schön vom Rand, so. Du-du-dum. Upsa, ein zu viel. Weg damit. Ja, haha, wieder ein Weg. Es wird nicht besser heute. Es wird nicht besser, ich sag's euch. So. Die Ecke noch. Ha, ist das nicht schön? Fehlt nur noch hier oben. Gut, das heißt, wir müssen da oben auf jeden Fall überall noch einen draufsetzen. Kann man den von unten dran platzieren? Ja, genau. Weil ein Teil davon ja sichtbar sein wird. Ja. So, und dann normaler Stein. Auch noch daneben geklickt hat er, der Idiot. So. Ah, hier ist normaler Stein. Ja. Und hier drüber kommt ein Slab, das heißt, man sieht hier halt ein Stückchen von dem noch, ne, das so ein bisschen drin ist einfach. So. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Na, vielleicht knapp halb rum, ne? So. So, 8 noch. Das heißt, hier noch einmal. Das wäre zu schön gewesen. Haben wir denn noch ein bisschen Zeug, aus dem wir was machen können? Ja, guck mal hier. Wir haben noch diese hier. Das heißt, anstatt jetzt einfach nochmal Stein zu holen, machen wir jetzt nur auch mal aufwendig ein bisschen. Und es hat sich voll gelohnt. Dreimal. Junge, Junge, Junge. So, wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine ganze Ecke und wir brauchen auf jeden Fall auch nochmal irgendwie eine ganze Ecke an Slabs. Und wir müssen hier auch noch Cobblestone reintun. Zack, zack, zack. Ansonsten war das gut soweit. Und von der Helligkeit her geht das, ne? So, guck mal, hier wäre auch noch einer. Dann haben wir ja sogar noch zwei. So ist doch schön. Na, eben auch mal Steine nochmal wiederholen. Vielleicht können wir auch nochmal wieder welche brennen. Aber was brennst du? Und wohin brennst du? Wir nehmen mal hier ein bisschen was raus, ne? So. Die Kiste wollte ich doch eigentlich mal leer machen irgendwann, oder? Habe ich da nicht mal was gesagt in der Richtung?
Läuft super. So. Haben wir hier noch Stein? Ja, aber zu wenig. Aber hier haben wir noch einen Slab. Aber wir haben nirgendwo mehr Glas, ne?